Yo, yeah, und willkommen zurück zu Star Wars The Old Republic. Und ich möchte euch in diesem Infovideo über Update 6.2.1 einmal die wichtigsten Informationen geben, was neu hinzugekommen ist und was geändert wurde. Und dazu habe ich einmal die Themengebiete Allgemeines, Ranked PvP, Verstärker und Gildeneroberung. Wenn ihr nur zu einem bestimmten Thema etwas erfahren möchtet, dann könnt ihr in der Beschreibung einen Zeitstempel finden und dann eben vorspulen. Kommen wir zuerst zu den Aufständen. Spieler sind jetzt in der Lage, die Aufstände auch auf Stufe 75 abzuschließen und nicht automatisch auf Level 70 runtergeboostert zu werden. Der Story- und der Veteran-Modus sind weiterhin auf Level 70 verfügbar, aber der Master-Modus ist nur noch ab Level bzw. auf Level 75 möglich. Dazu gibt es auch verbesserte Drops. Eine weitere eventuell interessante Neuerung für einige von euch, die Galactic Starfighter spielen, ist die Kamera-Zittern-Option, die man in den Einstellungen unter Steuerung findet. Damit kann man reduzieren, dass die Kamera wackelt, wenn man von einer Rakete getroffen wird. Man kann es praktisch reduzieren oder auch komplett ausschalten. Falls jemand von euch das noch spielt, ich spiele es nicht, ich weiß nicht, vielleicht läuft die Szene noch, gerne in die Kommentare schreiben, ob das noch aktiv gespielt wird. Des Weiteren gibt es auch neue Kartellmarkt-Items. Dazu habe ich ein Video gemacht, welches ihr auf diesem Kanal schauen könnt. Ein Link dazu findet ihr in der Beschreibung bzw. auch im Abspann dieses Videos und in den Infokarten oben rechts. Des Weiteren gibt es auch viele Fixes in allen Bereichen des Games, Flashpoints, Charaktere, Operationen, alles Mögliche. Ich lasse euch mal die Patchnotes in den Beschreibungen, da findet ihr einen Link, wenn euch die genauen Fixes interessieren. Das sind aber sehr, sehr, sehr viele. Die werde ich nicht einzeln alle aufführen. Nun zum Ranked PvP-Bereich. Also, Season 13 ist nun zu Ende und man kann sich die Items hier kaufen, die man hier bei dem Händler Tulek auf der Flotte im Kampfausbildungsbereich findet. Viele der Ranked-Spieler sind sogar sehr, sehr, sehr darauf aus, diesen Ranker hier freizuschalten oder auch diesen, ich meine, neu hinzugefügten Rombuk. Des Weiteren gibt es auch Änderungen im Belohnungssystem der Ranglistenspieler. Ab sofort kann man nur noch mit Gruppenranglistenspiele das heiß begehrte RPM 13 erhalten und ist somit nicht mehr in Einzelspieler-Ranglistenkämpfen verfügbar. Außerdem, wenn man einen Bann im Ranked PvP erhält, dann erhält man auch einen Bann nun im Unranked PvP. Kommen wir nun zu einer der größten Änderungen, die Verstärker und das Charakterfenster. Also, hier muss ich direkt sagen, dass ich das eher etwas störend finde, dass man eine dauerhafte Verstärkerliste hat. Es ist für mich persönlich sehr, sehr störend, da man das nicht jedes Mal darauf zugreifen möchte. Es wäre interessant, wenn man hier einfach eine Option hätte, dass man es einfach an- und ausschalten könnte. Ist so leider sehr unübersichtlich und vor allem störend, weil das halt auch so riesig ist und das nimmt halt schon mal, ja, fast den ganzen Bildschirm ein. Also grundsätzlich, die Waffen bzw. Haupt- und Nebenhand wurden jetzt hier zwischen unser Rüstungsset getan, was ich persönlich auch eher etwas nervig finde. Unser Charakter wurde etwas größer dargestellt, finde ich ganz cool. Manchmal muss ich sagen, schien es mir sehr unscharf. Aber gerade gefällt es mir ehrlich gesagt. Wenn wir hier nochmal gucken, sehen wir, dass der Text hier etwas übergeht. Ist auch nicht ganz so gut. Hier sehen wir auch, dass zum Beispiel dieses Verstärkersystem gerade nicht dabei ist. Warum geht das da nicht einfach auch? Ja, aber ich denke mal, wir gucken uns jetzt nochmal die Verstärker an. Das ist wohl eher wichtiger. Also, grundsätzlich, es gibt die verschiedenen
Seltenheiten. Weiß, grün, blau, lila und Gold. Also Prototyp, Premium und so weiter. Das reicht, wenn ich es mit den Farben sage. Und die können wir nun jetzt, wenn wir sie, sagen wir, wir wollen hier mal etwas verbessern. Dann sehen wir zum einen übrigens, das gab es vorher auch schon, mögliche Verstärker. Dann können wir hier sehen, okay, was gibt es hier für Möglichkeiten. Okay, und zum Beispiel, ich spiele PvP, ich will PvP-Belohnung haben, weil ich dann mehr Tapferkeit bekomme. Als nebenbei, ich werde meine Verstärker auch noch verbessern. Die sind noch nicht fertig und ich werde wohl nicht auf regelmäßige Intensität gehen. So, und das ist jetzt zum Beispiel auf Prototyp. So, das wollen wir jetzt kalibrieren. Und dann sehen wir, oh, ich krieg direkt PvP-Belohnung. Und dann nehmen wir das und aktualisieren wir es. Jetzt haben wir Gold. Gold ist das Höchste. Wenn wir jetzt ein Qualitätsschloss aktivieren, dann das heißt, dass wir immer legendär gedroppt bekommen, wenn wir auf Rekalibrieren gehen. Das Ganze kostet 421.000 pro Stück, ist somit recht teuer und vor allem für, ich sag mal, Free-to-Play-Spieler fast nicht machbar. Okay, wenn wir jetzt auf Rekalibrieren gehen, dann kriegen wir immer Gold und sehen immer, was wir bekommen. Dann können wir weitergehen, wir kriegen immer Gold und so kann man das umso schneller erhöhen. Das Ganze wird dann auch wöchentlich resettet, am Montag 13 Uhr, wenn ich mich nicht täusche. Und dann werden die Kosten wieder zurückgesetzt. Von einigen Bekannten habe ich gehört, dass man auf etwa 50 Millionen, wahrscheinlich eher bergauf, bezahlen muss, um sich sein ganzes Set vollständig zu verstärken. Wir reden hier aber nur über die fähigkeitsbeeinflussenden Verstärker für unsere Klassen wie Macht, Tech und so weiter. Meine Meinung dazu, man spart jetzt auf jeden Fall viel mehr Zeit. Es ist wahrscheinlich mehr oder weniger gleich teuer, aber ich persönlich finde das mit den Verstärkern dann doch gelungen. Aber dieses Fenster hier ist eher störend. Kommen wir nun zur Gildeneroberung. Hier gibt es viele Veränderungen, die viele Spieler wahrscheinlich auch eher als negativ empfinden. Ich persönlich auch. Und vor allem für Gilden finde ich das sehr suboptimal. Also, folgende Sache. Wenn ein Spieler während der Woche, sagen wir Dienstag bis Sonntag, in die Gilde kommt, dann zählt er nicht in die jetzige Eroberung rein. Zum Beispiel der Spieler hier ist reingekommen, wird dann als grau angezeigt, er trägt keine Eroberungspunkte bei. Ausstehen, das heißt, er zählt erst ab nächste Woche. Wenn wir einen Spieler kicken, dann werden die Eroberungspunkte von unserer Gilde abgezogen. Wenn er freiwillig aus der Gilde geht, dann bleiben die Eroberungspunkte erhalten. So, kommen wir nun zu den Handwerksänderungen. Ab sofort kann man mit Crafting nicht mehr so einfach die Millionen farmen. Also, leider sind die ganzen Handwerksfähigkeiten nur noch täglich wiederholbar und nicht beliebig wiederholbar. Als Biochemiker konnte man zum Beispiel einen Aufputscher herstellen oder ein Stim war das, der 5 Items direkt gedroppt hat. Das zählt nun noch als einer. Ich meine, das Teil wurde sogar direkt komplett entfernt. Außerdem muss man jetzt auch doppelt so viele herstellen, um das Ganze hier zu erhalten. Also 100 und dann hat man 16.000 und das war's. Also Crewfähigkeiten ist jetzt praktisch raus, außer mit mehreren Charakteren. Betroffen sind davon Handwerk, Unterstützung der Kriegsanstrengung, Handwerk, dunkles Projekt, Handwerk, Kriegsvorräte, Handwerk, Erfinder 2 ebenfalls, welches hier nachkommt, und Crewfähigkeiten sammeln. Alle davon sind jetzt nur noch täglich wiederholbar und nicht beliebig oft. Lasst mich gerne wissen, was ihr von diesem Patch haltet, was euch vielleicht nicht gefällt, was euch besonders gut gefällt.
Und vielleicht können wir dann doch noch an das SWTOR-Team rankommen, dass die diese Verstärkerliste hier aufklappbar machen. Und lasst mich auch gerne wissen, was ihr von diesem Video haltet, ob ihr solche Infovideos gerne mehr und wieder öfter sehen wollt. Wie gesagt, ihr könnt die Kartellmarkt-Items, die hinzugefügt worden sind, in einem extra Video finden, welches ihr in der Beschreibung, im Abspann und der Infokarte findet. Wenn ihr 7 Tage kostenlos Abonnement sein wollt, wenn ihr früher mal Abonnent gewesen seid und den Link innerhalb von, ich meine, 90 Tagen nicht genutzt habt, dann könnt ihr meinen Freundeslink benutzen. Oder auch, wenn ihr kein Abonnent gewesen seid, dann kriegt ihr ein paar kostenlose Items. Einfach den Link in der Beschreibung anklicken und darüber einloggen. Das Ganze ist übrigens auch offiziell von SWTOR. Und kommt auch gerne auf meinen Discord-Server, wenn ihr auch Interesse habt. Kommt in die Gilde, dann könnt ihr in der nächsten Eroberung auch was beitragen. Und natürlich das ganz Wichtigste, ein Teil unserer Community werden. Wir machen zurzeit viel PvP-Operationen, also PvP und PvE sind alles dabei. Und das Ganze in einer familiären und sehr coolen Atmosphäre. Viel Humor, Spaß und vor allem gar kein Zwang. Jeder ist willkommen, ob Anfänger, Pro oder weiß nicht. Schwangere Mutter im Krankenhaus. Ja, kommt gerne in die Gilde. Wenn ihr Fragen habt, ab in die Kommentare. Ich erinnere euch noch daran, dass gerade ein Giveaway läuft. Dafür schaut euch mal meine Wiederholung von dem Stream an, welche auch in der Beschreibung und in der Infokarte zu finden ist. Und dann sehen wir uns im nächsten Part. Kommentiert, abonniert und ciao.